Willkommen zu unserer neuen Base. Diese Base ist gebaut worden mit den DLC-Elementen Arena, Yamatai und Turan und als Unterstützung teilweise Stallelemente. Die Base befindet sich oberhalb von Sepermeru in B9. Hier seht ihr den Grundriss. Begonnen habe ich mit dem äußeren Ring mit den 6 Türmen und dem Eingangsbereich und habe das Ganze dann in der Rundbauweise entsprechend geschlossen. Im nächsten Step habe ich einfach mal die äußeren Wände eingebaut, und zwar um eine Grundform zu haben, ohne irgendwelche Designelemente, einfach schlicht die äußeren Wände eingezogen. Für mich ist das immer die einfachste Variante, um dann später die Fenster, Türen und andere Designelemente dort reinzusetzen. Diese kleinen Dreiecke, die jeweils hier vorstehen, dienen rein als Zierelement, damit die Außenseiten später nicht so schlicht ausschauen. Die einzelnen Gebäude sollten sozusagen integriert sein in die Außenmauern zwischen den Türmen, und dabei war es ganz wichtig, dass man die Variante der Bodenplatten hier, also aus Dreiecken oder eben aus Rechtecken, wiederholt in den Etagen, die da drüber sind. Ansonsten bekommst du später Schwierigkeiten, damit die Seitenwände richtig setzen zu können. Außerdem habe ich beschlossen, meine Gebäude mit den Säulen an den Ecken hier zu verzieren, einfach als Designelement. Und das muss man sich schon recht frühzeitig auch überlegen. Ansonsten wird es sehr schwierig, diese Dinge hinterher noch an ein Gebäude anzufügen. Um die Säulen an die Ecke des Gebäudes zu bekommen, habe ich hier den Treppentrick angewandt. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, schaut einfach in mein Bautipps und Tricks Video, das verlinke ich euch noch oben rechts. Insgesamt hat diese runde Bauweise hier immer wieder auch zu Schwierigkeiten geführt, dass Dinge irgendwo nicht snappen wollten, wo sie hätten snappen sollen. Insbesondere später bei der Dachkonstruktion gab es so einige Schwierigkeiten, bis das alles so gepasst hat. Die untere Ebene der einzelnen Bauwerke habe ich erstmal hier komplett geschlossen mit Arena-Wänden, habe aber später dann daraus mit Hilfe von Türdurchgängen und Zaunelementen und Fenstern und so weiter solche Art Ställe gemacht oder Keller oder einfach Räume, die noch zur Verfügung stehen. Für einen Kerker vielleicht. Hier sieht man jetzt schon, wie ich halt Fenster einsetze, beziehungsweise auf der rechten Seite hier die Türen für so eine Art Wehrgang benutzt habe. Und ich habe dann auch hier im Hauptgebäude zum Beispiel einige Wände aus dem turanischen Material schon eingefügt, weil das auch sehr gut harmoniert hat hier. In jedem Turm habe ich ein Treppenhaus eingebaut, das immer aus einer Treppe, einem Dreiecksteil, einer Treppe und dann ja, dem nächsten Boden bestanden hat. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man sich bei den oberen Etagen an den Bodenelementen orientiert, damit das Ganze zusammenpasst. Eigentlich fand ich, dass die Sträge aus dem Yamatai-Set irgendwie vom Farbton und so sehr gut hier auch als Dach geeignet gewesen wäre, aber da es nur die rechteckigen Elemente davon gibt, habe ich es dann letztlich nur als Dach für die beiden Wehrgänge hier benutzt. Ich habe dann experimentiert mit den Dächern aus dem Yamatai-Set und aber eben im Vergleich eben auch aus dem turanischen Set, ja, und habe mich dann für das turanische Set als Hauptdachelement entschieden. Aufgrund der runden Form dieses Bauwerks
und ja, der merkwürdigen Winkel, die teilweise auch entstanden sind, war es wirklich, wirklich schwer, die Dächer zuzubekommen, wobei die Lösung, die dann letztlich dabei rauskam, dass nämlich hinter den einzelnen Gebäuden nochmal so ein Wehrgang von Turm zu Turm verlaufen wird, die gefällt mir sogar besser als die ursprüngliche Idee für diese Dächer, die ich hatte. Als Verzierung an den Außenwänden des Gebäudes hatte ich ja vorher schon gesagt, habe ich diese dreieckigen Basiselemente angebracht in bestimmten Entfernungen und dann mit den Dreieckselementen und einem keilförmigen Dach dort ja einfach eine Verzierung angebracht. Die beiden Türme neben dem Haupteingang haben dann noch eine umlaufende Balustrade bekommen, die ich hier dann noch verziert habe mit Gebäudeelementen aus dem Arena-Set. Hier sieht man jetzt noch mal ganz gut den Wehrgang, der hinter den kleineren Gebäudedächern entstanden ist, jeweils natürlich mit einer Tür, die in den Turm hineinführt. Überall dort, wo gegebenenfalls Bogenschützen stehen können sollen, habe ich diese flachen Zaunelemente angebracht und dann habe ich das obere Geschoss dieser Türme gebaut, indem ich die Stallelemente genutzt habe als erstes. Mithilfe der Stallelemente hier, der Stallpfosten und mit Zaunelementen und einer Tür kann man ja so eine Art großes Fenster bauen. In letzter Zeit bin ich mehrmals von euch darauf hingewiesen worden, dass man diese Fenster auch ohne dieses Stallelement bauen kann. Das geht aber meines Erachtens nur, wenn man eine Mod dafür nutzt. Also ich habe es mehrmals ausprobiert und das funktioniert tatsächlich, wenn man keine Mods nutzt, nur so. Jetzt habe ich die Zaunelemente in die Stallpfosten eingefügt und jetzt kann ich im Anschluss daran Türelemente hier reinsetzen, also die Stallpfosten durch Türen ersetzen. Und es geht auch nur in dieser Reihenfolge, wie es hier gezeigt ist. Die beiden vorderen Türme haben dann hier noch eine schöne Spitze erhalten, auch wieder aus Türelementen. Ich habe dann dort noch einen Boden eingefügt und ein Dach draufgesetzt und in diesen ja, Räumen, die hier entstanden sind, da kann man dann schön ein Feuer reinstellen, dass das Ganze beleuchtet. Zum Schluss habe ich im Eingangsbereich hier eine schöne große Treppe gebaut. Ich habe dort diese Grundelemente genommen. Vor jedes Grundelement kommt ein Zaunfundament, weil man dieses Zaunfundament in der Höhe variieren kann. Und an dieses Zaunfundament kommt dann jeweils wieder so ein Basiselement und dadurch entsteht dann hier eine schöne große Treppe. So, jetzt schauen wir uns das ganze Gebäude mal an von innen, wie es geworden ist. Wir haben allerdings noch nicht sehr viel Deko, denn die möchte ich einfach im Laufe des Spiels sammeln und dann entsprechend hier reinbringen. Thank you.
Thank you.